total wuselig. Schau, wie wuselig wir sind. Alles gut? Ja. Die Kinder ziehen sich gerade an, machen sich fertig. Schuhe, Jacke. Alle warten auf diesen Augenblick. Denn was machen wir, Elisa? Zum Spielladen. Genau, zum Riesenspielzeugladen. Und was machen wir da? Und wir gucken sich um. Und dann wünschen wir was. Genau. Genau, umgucken und wünschen. Nichts direkt kaufen. Ja, also wir fahren jetzt zum Spielzeugladen. Ich hatte das auch in der Insta-Story schon angekündigt, dass wir das vorhaben. Damit sich die Kinder da so ein paar Inspirationen holen können und gucken können, oh, was es denn so gibt. Und dann können sie sich eine Wunschliste schreiben für Weihnachten. Guck, guck. Hallöchen. Hallöchen. Ja, wir hatten nämlich keinen Spielzeugkatalog bekommen. Also da muss man tatsächlich schnell sein, wenn man sowas haben möchte. Wir haben auch keinen zugeschickt bekommen. Und als ich online welchen bestellen wollte, gab es keinen. Also sie waren... Ja, aber das Problem haben wir jetzt gelöst. Ja, wir fahren jetzt dahin. Direkt. Und da im Laden müsste auch einer ausliegen, haben mir ganz viele geschrieben. Und deswegen... Ich weiß nicht, warum ich mich jetzt so freue auf so ein Spielzeugladen. Aber ja, ich gehe jetzt sofort nach Hause. Ja, dann gehen wir sofort nach Hause. Warum hast du denn so vorgeschrieben? Sie braucht nicht so eine Regenjacke. Ja, das hat sie sich selber angezogen. Sie ist ein kleines Kind. Sie hat sich hier bedient an ihrem kleinen Kleiderschrank. Da kann sie sich ja immer rausholen, was sie möchte. Also wir fahren jetzt los. Viele in der Insta-Story haben sich gewünscht, dass ich dich mitnehme. Also tue ich das auch und werde das ein bisschen mitvloggen. Ah, es wird bestimmt toll. Ich glaube, wir waren da noch nie, Justus. Ja, das stimmt. Mal gucken. Nee, gut, vorher hieß das Toys R Us, ne? Jetzt ja. Ist es irgendwie ein anderer Laden. So, ich ziehe mir auch noch eine Jacke an und dann geht's los. Es geht los, wer freut sich alles? Ich! Wer freut sich alles? Ich! Oh mein Gott! Hä, was war das? Und dann kannst du das ausmachen? Auto! Das ist der Störungsgetränk. Ich habe hier irgendwas gedrückt am Auto. Du hast Notfalltaste. Nein, das habe ich nicht gedrückt. Ich habe das hier gedrückt. Info. Und dann verbindet sich mit deinem Handy. Komm schnell, schnell aus. Was habe ich denn jetzt gemacht? Auflegen. Warum kann man denn mit dem Auto hier oben telefonieren? Guck mal, da kann man einfach irgendwas... Nein, falls irgendwas ist. Ich habe nur das hier gedrückt. Ich habe nicht das da gedrückt. Info. Ich wollte eigentlich nur Licht anmachen. Hilfe! Aber das blinkt jetzt die ganze Zeit. Ich glaube, ein Hubschrauber, der dich abruft. Aber das hört ja gar nicht mehr auf zu blinken. Machen wir einfach mal Radio an. Egal. Okay, also ihr kleinen Kinder, habt ihr denn schon irgendeine Idee, was ihr gucken wollt? Leider nicht. Aber ich will auf jeden Fall bei den Schleichtieren gucken. Ich auch. Nach einer Pferdekutsche. Also die Mädels haben zumindest schon mal eine Idee. Sehr gut. Johann hat noch gar keine Idee. Aber ich habe dir schon einen Wunsch aufgeschrieben. Das stimmt. Und den werden wir berücksichtigen. Genau. Ja. Der ist mir auch sehr, sehr am Herzen, sehr, sehr wichtig. Ah, okay. Ja, ich freue mich riesig. Also, Familienausflug heute mal ein bisschen anders. Ich wünsche mir am liebsten das hier. Direkt das erste Ding gefunden. Oh, das ist aber hier ganz schön viel, ne? Also wir sind drin im Spielzeugladen, wie man sehen kann. Huch, was gibt's denn hier? Ist das für dein Kaufmannsladen, Elisa? Ja, das will ich haben. Okay. Das nehmen wir kleine Kinder. Komm, wir gehen weiter, Elisa. Oder willst du hier noch gucken? Gibt's so viel. Da weiß man gar nicht, was man gucken soll. Das wünsche ich mir auch. Das auch. Das sind doch für Babys. Da oben ist ganz viel. Da oben ist auch noch ganz viel. Oh, was ist das denn? Das ist voller Schleichtiere. Ja? Cool, guck mal, was ist das hier für ein Pommel-Einhorn? Hm? Ein Ball. Ach so. Das ist auch für Babys. Wir haben noch ein richtiges Klavier zu Hause, Elisa. Aber ich möchte auch das hier haben. Okay. Und das und das und das alles. Ich habe den Kindern gesagt, dass sie mit ihrem Handy Fotos machen können von Dingen, die sie toll finden. Oh, okay. Jetzt sind wir in der Abteilung von Clara gelandet. Gott, was sind das für riesige Regale hier? Also, Clara interessiert sich sehr für ihre ganzen Tiere. Sie hat ja schon so viele, aber sie will offensichtlich noch mehr davon. Hilfe. Alles. Es gibt alles. Es gibt wirklich alles. Du hast doch schon alles, Clara. Nein. Nein? Eine Pferdekutsche fehlt, aber ich sehe gerade keine Pferdekutsche. Pferdekutsche. Ich will keine Pferdekutsche. Eigentlich will ich auch das hier. Okay.
Ja, ei, ei, ei. Oh. Hast du ein Foto gemacht, Clara? Wovon? Lisa wollte es sagen. Okay. Was ist denn mit deiner Kutsche, Clara? Hier gibt es keine Kutsche. Oh mein Gott, Panik, hier gibt es keine Kutsche. Bist du dir sicher, dass es eine Kutsche gibt? Oh mein Gott. Ach, das ist die Kutsche, ja? Mein Kind. Vorne dran. Mit zwei Pferden. Da müssen wir mal gucken. Vielleicht gibt es ja auch sowas. Ach du meine Güte, Johann, guck dir das an. Es ist alles rosa. Ja. Komm mit. Los. Nein, Johann interessiert sich nicht so sehr für dieses ganze Plüsch und dieses ganze Rosa. Ach du meine Güte. Hier sind wir wirklich im Schlaraffenland gelandet. Oh, was ist das denn hier? Guck mal, Clara. Wabbel, wabbel. Ich finde den süßer. Weißt du noch, Clara, als wir in London waren? Ja, das ist viel größer. Ja, also London hieß es ja eigentlich, das ist der größte Spielzeugladen, den es gibt. Aber hier ist auch nicht wenig, würde ich mal sagen. Ne? Wahnsinn. Und hier sind alles voller Puppen. Papi kommt auch, Elisa kommt auch. Oh ja. Rieseneinhorn, ist das ein Rieseneinhorn? Nee, ist kein Einhorn. Hat kein Horn. Hat kein Horn. Aber hat Flügel. Dann ist es ein Pegasus. Ein Pegasus. Alles rosa. Alles rosa. Ah, hier sind noch so süße Puppenwagen. Also einen Puppenwagen haben wir ja schon. Ah, hier gibt es noch so viel Kinderschminke. Ich wünsche mir so viel. Du willst dir so viel? Mhm. Ich bin gerade ein bisschen geflasht, ne? Das Geflasht ja. Von der Auswahl. Ja, das ist gewaltig. Auch noch bis nach oben. Also, ich weiß nicht, Toys R Us war schon groß. Aber das hier, oder wir waren einfach schon lange nicht mehr hier. Und das ist jetzt echt. Ich wünsche mir noch das hier. Dichter, dichter. Ein Puppenhaus. Du hast doch noch ein Puppenhaus. Aber ich will noch das hier. Das ist kein Puppenhaus. Ich will auch noch das hier. Und das und das und das hat Elisa eben schon gesagt. Also, und auch so gewaltige Sachen hier. Große Puppenhäuser, Küchen gibt es hier auch. Johann, was ist mit dir? Wie nix gefunden. Gibt es hier nichts für große Jungs? Ich habe gerade überlegt, ob ich mir selber hier was wünsche. Ich wünsche mir noch das hier. Ach, so ein kleines Stühlchen, ja? Ja, Johann, da gehen wir gleich noch hin. Ja, gleich gehen wir mal Jungs Sachen gucken, okay? Was ist das denn für eine Riesenflasche? Das ist wahrscheinlich so eine Überraschung drin oder so. Ja. Oder man kann das danach noch als Häuschen benutzen. Die man so auf der Hand spielen muss. Das hatten wir in London gesehen, ne? Ja. Die konnten irgendwie fliegen oder so. Das war ganz cool. In London wurde das auch immer vorgeführt im Laden. Ja, eigentlich hält man mit der einen Hand seinen Stock. Stimmt, und dann fliegt sie so. Und du hast doch auch solche Vögel schon. Das hatten wir doch auch in London. Ja. Ich will auch das hier. Elisa möchte hier alles. Elisa hat schon 20 Wünsche geäußert. Ja, das ist doch gut. Dann haben wir doch eine Auswahl. Ja, ich weiß, aber die dürft ja euch eine Sache machen. Nein, die Kinder haben 3 Wünsche frei und dann werden sie überrascht. Je nachdem, was bekommen sie wohl? Riesenei. Mami? Ja. Guck mal, ich möchte mir das da oben. Ganz oben. Das da ganz oben? Was ist denn da ganz oben? Das da? Ja. Ist das nicht wieder so eine Küche, ne? Ja, ich wünsche mir auch das da oben. Oh, hat Clara das hier schon gesehen? Ich hoffe nicht. Oh. Ich wünsche mir auch das hier. Ein Foodwagen. Ah, ein Foodtruck, das ist ja cool. Guck mal, hier kannst du dann deine ganzen Foodsachen machen und dann verkaufen. Jetzt kommen wir zu den Sachen, die für Johann ein bisschen interessanter sind. Technikkram. Ich wünsche mir noch ein Kinderprojektor. Ach, das sieht doch schon cool aus, Johann. Guck mal. Oh. Kann man den vielleicht programmieren oder so? Mein Traum war ja früher immer so ein Benziner, also so ein ferngesteuertes Auto als Benziner. Das war immer so teuer, also unbezahlbar für mich damals. Aber hier sind doch so ferngesteuerte Autos und sowas. Nein, mit Benzin. Mit Benzin. Ja, die waren damals besonders stark, weil die Batterien damals noch nicht so gut waren. Okay. Und jetzt sind die Batterien ja super. Ach, das wollte Elisa haben, ne? So ein Laptop. Ja. Kindercomputer, das sieht auch cool aus. Keyboard zu singen.
Da sind auch so Lernspiele, glaube ich, dann drauf. Ich habe ein Keyboard zu sehen. Zeig mal, Mami. Zeig mal, wo ist der? Hier. Du kannst doch auch zu Hause Klavier spielen und singen gleichzeitig. Nein. Nein, Papi, das ist doch was anderes. Das sieht auch cool aus. Sowas macht den Kindern auch immer Spaß. Oh, was ist das denn hier? Einhorn, magischer Garten. Gestalte deinen magischen Einhorngarten. Pflanzen und spielen. Oh, guck mal. Das ist ja cool. Da kann man selber die Sachen pflanzen. Ein bisschen Feenschaub drauf machen. Also ich mag ja solche Sachen, wo die Kinder auch so ein bisschen kreativ werden und was machen. Und das sieht doch ganz so danach aus. Gesichtsmasken selber machen. Parfum, Kosmetik. Hier sind so ein bisschen die Selbstversuchssachen. Also auch so Kristalle. Finde ich ganz toll, aber das wird meistens, wenn man das dann macht, leider nicht so hübsch. Fossilien finden meine Kinder auch immer sehr, sehr spannend, so Kleinigkeiten. Ach, das haben wir doch auch schon mal probiert, Johann. Hier, die Triops. Genau, nur hat es dann nicht so gut funktioniert. Genau, weil Papi das weggeschmissen hat. Ja, irgendwie ist da aber auch nichts passiert, ne? Also wir haben da ewig lang gewartet. Na, da sind doch ein paar die kleine... Ja? Ja. Ist da was geschlüpft? Ja. Ist da was geschlüpft, Clara? Nee. Kann ich mich nicht dran erinnern. Doch, na klar. Ja? Ach, Babybauch-Update. Babybauch-Update. Jetzt aktuell übrigens, 19. Woche, bin ich reingeflutscht. Oh, auch nicht mehr lange, dann bin ich schon in der 23. Und dann habe ich schon Halbzeit. Es geht so schnell mit der Schwangerschaft. Aber ich liebe es, genieße es total. Also im Moment ist der Bauch noch nicht so groß, dass ich total eingeengt bin oder so. Sondern das ist absolut angenehm. Im letzten Drittel der Schwangerschaft, da wird es ja immer so ein bisschen anstrengender. Was ist das? Das hier. Guck mal. Sieht ganz gut aus. Ja. Steine und Mineralien, Achso, das ist ein Ausgrabungsset. So zum Ausgraben. Ich dachte, das ist sowas zum selber machen. Wo man selber Steine machen kann? Das ist so Kristalle selber machen, gibt es ja hier auch. Das ja, ist sowas. Ja, ist das halt total süß und man darf nicht anfangen. Eine eigene Biosphäre oder eigenes Gewächshaus, das ist auch cool. Das ist diese Biosphäre. Ach, das ist hier unten, guck mal. Hast du deinen eigenen Teich, deine eigenen Pflanzen. Das wächst dann alles in dieser Kugel, glaube ich. Wenn ich jetzt gerade diesen Metalldetektor sehe, der halt wahrscheinlich nicht so gut ist wie mega krass. Du, die müssen gar nicht viel können, so ein Metalldetektor. Ja. Was willst du denn damit finden, Johann? Das ist ja die Frage. Ja. Was willst du damit finden? Hattest du nicht sowas auch schon? So eine Alarmanlage? Nein, noch nie. Doch, das ist so eine Alarmanlage oder sowas. Das habe ich mir gewünscht. Hast aber nicht bekommen. Genau. Ja. Überlege ich mir. Okay, aber kannst ja schon mal Foto machen, weißt du? Dann hast du es zumindest schon mal... Habe ich. Ach so, okay. Wo ist Papi mit Elisa? Elisa ist wieder vorgestürmt, hat sich andere Sachen angeguckt. Und das ist auch toll dahin. Forschersachen. Forschersachen sind toll, ja, Clara. Sowas unterstützen wir immer. Ist für mich nicht Spielzeug oder so, sondern ich finde das toll, wenn die Kinder forschen, kreativ sind und irgendwas selber machen. Baby Yoda. Baby Yoda, aber ich mag das. Mag das. Guck mal hier, Harry Potter. Zauberstab. Ja. Nee. Das ist ja voll kitschig. Was? Ja. Willst du was haben? Was? Du bist doch gar kein Harry Potter Fan. Ich Johann! Genau. Das ist gruselig. Spider-Man. Guck mal deinen Vater an. Justus. Oh, Transformers. Guck mal. Das ist doch so was genau, aus China. Dann kannst du den umbauen in ein Auto wahrscheinlich. Zeig mal. Ja, in so einem Truck. So einen hatte ich auch früher mal. Ich auch, aus China. Ich hab's geliebt. Ich fand das so toll. Du, wir kommen immer noch aus China. Buzz Lightyear. Das hast du doch schon, Elisa, oder? Und Forky. Ich möchte das hier und Forky. Forky hast du doch auch schon. Ja, aber das ist leider weg. Forky ist weg, Papi? Nein, Forky ist bei Clara in der Stadt. So. Ich zeig ihn dir nachher nochmal. Und ich möchte den hier. Den Hund? Okay, ja, den habe ich noch nicht. Aber hier den Woody hast du auch schon. Ja, aber den auch schon. Das fährt auch schon, genau. Johann! Johann, komm her! Komm her! Wäre sowas nichts für dich?
Gaming-Stühle. Ist ja eine gute Idee. Also du spielst lieber einfach auf deinem Bett, ja? Auf Bett ist ja niedlich, aber halt so einen geraden Sitz zu. Ah, ist das nicht so deiner? Ja. Das ist auch so ein Gaming-Stuhl. Kann man den ausprobieren? Video-Rocker, was soll das sein? Ist ein Markt. Gaming-Floor-Rocker. Von denen kommen die auch für so Gaming-Stuhl. Stimmt, das ist wirklich so ein Gaming-Stuhl. Wenn ich einen Gaming-Stuhl bestellen, dann... Du setzt dich drauf, Johann. Vielleicht kann man damit besonders gut gamen. Oh Gott. Das ist ein Gaming-Stuhl, Justus. Darauf gewinnt man jedes Spiel. Okay, Johann ist nicht begeistert. Gut, dann lassen wir es. Kann ich auch mal? Ja, du kannst auch mal. Elisa im Gaming-Stuhl. Geht's? Komm, ich helfe dir, Elisa. Komm mal gar nicht mehr wieder hoch. Pokémon. Pokémon-Sachen gibt es hier auch. Hier gibt es auch einen Pikachu, Meisterdetektiv. Dann gibt es hier noch ja, diese ganzen Pokémons, ne? Da weiß man gar nicht die Namen. Hier sind auch die ganzen Adventskalender. Ich weiß nicht, ob du einen Adventskalender schon hast für deine Kinder. Also ich verlose gerade einen auf Instagram, deshalb schau da mal vorbei, falls dich das interessiert. Mami, ja. Ich zeig dir, was ich will. Ach so. Schokoladenkalender? Okay. Guck mal, die sieht irgendwie so traurig aus. Aber auch irgendwie süß. Sie ist krank wegen ihren roten Punkten. Oh, die weint ja immer. Deswegen sind sie auch Arztsachen. Ach so, die muss man verarzten, das Baby. Ah. Und die sieht auch ein bisschen gruselig aus, oder? Irgendwie sieht sie so ein bisschen gruselig aus. Ich weiß nicht. Oh, und hier gibt es noch Babyabteilung. Oh, hier will ich auch unbedingt stöbern. Schon Babysitze und sowas. Also Kinderwagen gibt es hier auch noch. Das muss ich mir auch noch alles anschauen. Darauf freue ich mich schon total, ne? In der Babyabteilung rumzustöbern. Aber ich glaube, das mache ich an einem anderen Tag. Oh, das ist auch süß. Guck mal, Justus. Für Baby. Das ist so ein Sack. Oh Gott, ist das niedlich. Für Babymädchen. Muss ich bald solche Sachen aussuchen. Hier auch. Nee, sowas nicht. Nee, sowas hat man nicht. Wieder verboten, ne? Ach, in Amerika sind die verboten, aber hier erlaubt? Ist das nicht sonst immer andersrum? Guck mal hier. Nee, das hatten wir nicht für unsere Kinder. Das ist nicht gut. Lernt man ja eigentlich auch ganz laufen. Ja, und das soll man auch nicht, ne? Die Kinder da reinsetzen. Treppe ist das Problem. Ja, ist sehr gefährlich. Und spielen mit dem Ding und dann geht ja die Treppe weg ab. Für verregnete Sonntage. Stimmt's, mein Schatz? Ich wollte doch mal Monopoly. Was ist das denn für ein Spiel? Zombie-Schnapp? Monopoly Junior. Das hier wünschst du dir Monopoly ja für Kinder. Um den Kapitalismus mit den dem Kindern etwas mehr Dino zu bringen. Drauf. Aber weißt du, welches Spiel ich haben wollte? Das ist doch so ein Spiel, weißt du, so ein, wo man so drehen muss, die Farbe, und dann muss man da auch so einer, muss man da so drauf. Activity oder so. Nein, nicht Activity. Nein? Wie heißt denn das? Weißt du, was ich meine, Johann? Muss man ja da so ein drehen in der Mitte? Ja. Und ist da eine, sind da Zahlen? Nee, Zahlen sind da nicht. Das ist so ein ganz, ganz einfaches Spiel, was ich im Kindergarten gespielt hatte. Das fand und ich toll. Das wollen wir jetzt auch wieder spielen. Ja, wo ist denn das? Und da sind alle so verschränkt auf diesem Ding. Ach Mann, ich weiß nicht, wie es heißt. Wenn du weißt, wie es heißt, dann schreib dir das mal. Das wäre jetzt ärgerlich. Diese Spiele sind auch alle ganz toll. Quips haben wir zu Hause. Das ist toll. Was haben wir noch zu Hause? Tempo, kleine Schnecke. Das ja auch. Und ganz wichtig ist Quips. Und Obstgarten. Obstgarten habe ich jetzt gar nicht gesehen. Das müsste da irgendwo sein. Also das können wir empfehlen für so kleine Kinder wie Elisa. Die fördert das extrem auch. Kommt ganz ja, und Farbenlehre auch. Ne? Also Farben schon. Und die ersten Regeln bei so einem Gesellschaftsspiel. Ein Peppa Pig Memory. Das ist auch lustig. Wir sind wieder zu Hause. Ich dachte, das wäre eine Katze. Das ist die Elisa. Wir wollten dir noch einen... Wir spielen nur. Achso, ihr spielt nur. Okay. Aber jetzt wollen wir einen kurzen Haul zeigen, was wir heute denn mitgenommen haben. Jeder hat was bekommen. Zeigt mal, was habt ihr bekommen? Was sind eure Sachen? Das hier. Ja, also heute war ja nur Aussuchen der Weihnachtsgeschenke. Ich hab das hier bekommen. Oh, Elisa? Andersrum? Hä? Verkehrt rum. Ja, ein Adventskalender hat sich Elisa ausgesucht mit Schokolade. Auch. Ja, das ist Paw Patrol. Nee, das ist Trolls. Das ist Trolls. Und das ist Weihnachtsmann. Paw Patrol. Paw Patrol. Trolls, genau. Kannst
Kann ich jetzt das essen? Nee, das ist der Adventskalender. Den darfst du noch nicht auspacken. Johann wollte keinen Adventskalender. Dafür habe ich mir diese passend zu Halloween Augen gekauft. Augen. Genau. Ich habe auch gefragt, warum Augen? Johann meinte, weil sie gut schmecken. Sie schmecken hier gut. Hier ist noch so ein Kinderkatalog. Ach so, genau. Dann haben wir noch Kataloge mitgenommen. Also Kinderspielzeuge, Kataloge endlich. Da gab es übrigens ganz viele noch. Jetzt ist einer für Elisa, einer für Clara und dann können sie jetzt hier durchblättern und die Sachen, die sie toll finden, einfach ausschneiden und dann auf ihren Wunschzettel kleben. Clara hat ja auch schon ein paar Sachen abfotografiert da im Laden, also mal gucken, ob da was dabei ist. Johann hatte jetzt heute leider nichts gefunden. Ich habe mir dann noch so einen Katalog mitgenommen, Babykatalog. Da wollte ich mal ein bisschen drin stöbern, was es da so gibt. Mal hier, Babybettchen. Oh, Baby trage. Mami wird auch wieder Baby tragen. Ich liebe das. Ja, und ich. Und das Baby darf auch in Papis Kopf und ich auch. Auf Papis Kopf? Ja, es wird schon gerade. Auf die Schultern, ne? Genau, diskutiert, wer darf auf meine Schultern. Weil die Clara würde ja gerne auf meine Schultern, aber da ist ja die Elisa. Und Elisa möchte gerne auf die Schultern, aber da kommt möglicherweise später das Baby. Deshalb mussten wir jetzt ausmachen, dass sie auch ab und zu mal auf die Schultern darf. Und nicht nur das Baby die ganze Zeit. Nee, ja? Ich auch. Mich auch. Ja. Und Johann auch. Noch Johann auch. Nein, danke. Okay. Ich will auch. Aber ich darf dann nicht. Papi. Ja, bitte. War ein Missverständnis. Papi wird immer beklettert. Langweilig Papi. Und so wenn er langweilig ist, so ganze Zeit zu gehen. Dann muss ich dich tragen, ja? Ja. Ja, du läufst einfach, bis wir wieder im Auto sind. So. Es ist schon spät geworden heute. Ich würde sagen, wir verabschieden uns. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Ah, Johann. Johann, sag Entschuldigung. Entschuldigung. Entschuldigung.